Wie geht's dir heute? Gut, wie geht's dir? Sehr gut. Wo bisschen heiß, oder? Ja. Und wo sind wir her? Wir sind heute hier auf dem Expo-Gelände. Hinter uns sehen wir schon die ersten Pavilions. Viele haben uns auch gefragt, hey, was ist eigentlich jetzt mit der Expo passiert? Ist es eine Geisterstadt? War es alles eigentlich nur für die Expo? War das pure Geldverschwendung? Und genau das werden wir heute rausfinden. Ich nehme euch heute mit auf die Tour durch die Expo. Und dann bin ich gespannt, was ihr sagt. Eins der Dinge, die diese Area so besonders machen in der Zukunft, es wird hier keine Autos geben. Es gibt ausschließlich ein Tiefgaragensystem unter der gesamten Expo und dann eben diese Buggies plus E-Bikes und auch E-Scooter, mit welchen man dann in der Area transportiert wird. Hi, how are you? Das ist jetzt unsere erste Station hier, das Sales Center. Und ich werde euch jetzt einmal zeigen, wie der gesamte Masterplan der Community aussieht, was uns hier in Zukunft erwarten wird. Und dann schauen wir uns auch noch die Show-Apartments von den Villen und auch von den Apartments an, die jetzt hier gelauncht werden und 2026 fertig sind. Let's go! Hier können wir jetzt den gesamten Masterplan erkennen von der Expo City. Und was ich dazu sagen muss, ist, dass die Regierung alleine schon jetzt 25 Milliarden Dirham investiert haben, um diese Area zu gestalten. Was wir in den nächsten 6 Monaten hier haben werden, ist zum einen die Shopping Mall, das Exhibition Center und was auch ganz wichtig ist, wir haben in den nächsten 6 Monaten bereits 3 Riesenfirmen, die hier ansässig sind. Das ist zum einen DP World aus Abu Dhabi, das ist Terminus, eine chinesische Firma, und Siemens. Und zusammen werden die 60.000 Arbeitsplätze schaffen. Das einzige Problem ist, wir haben bisher noch keine Wohngebäude hier. Und dementsprechend, wer heute investiert, kann sich sicher sein, dass er 2026 bei Fertigstellung einen Riesenansturm haben wird an Menschen, die hier leben wollen, in diesem gesamten Gelände. Was ich euch hier zeigen wollte anhand dieser Karte ist Folgendes. Hier haben wir das Expo-Gelände. Direkt nebendran, das ist nicht mal 5 Minuten Autofahrt entfernt, haben wir den Al Maktoum Airport. Von der Expo City aus sind wir in 15 bis 20 Minuten in der Dubai Marina und in circa 20 Minuten auf der Palme. Ebenfalls in 25 Minuten beim Burj Khalifa und 30 Minuten beim internationalen Dubai Flughafen. Dementsprechend eine sehr, sehr gute Anbindung. Und jetzt schauen wir uns die Mangrove Residences, um die geht es aktuell. Tower 1 und 3 wurden bereits gelauncht. Wir haben hier noch 2- und 3- Schlafzimmerwohnungen, auch sehr, sehr großflächig zur Verfügung. Und ganz wichtig, Tower 2 kommt demnächst und da solltet ihr auf jeden Fall bereit sein. Die Preise starten ab 1,5 Millionen Dirham. Besonders an diesen Gebäuden finde ich, dass diese 3 Apartment-Gebäudekomplexe sind die einzigen, die im Zentrum der bestehenden Expo auch errichtet werden. Natürlich dürfen in der Expo City auch keine Häuser, Villen und eine Community fehlen. Dementsprechend haben wir hier Expo Valley. Hier haben wir 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer, Townhäuser, Reihenhäuser plus 5 Schlafzimmer und 4 Schlafzimmer Villen. Mittendrin sehen wir eine Reihe von Campingplätzen, Barbecueplätzen, Kinderspielplätzen, Flüssen. Hier wird es ein komplettes Naturschutzgebiet geben. Das heißt, auch diese Community wieder soll sehr naturell werden, sehr nachhaltig mit vielen Bäumen. Es wurde gesagt, dass sie hier 1 Million Bäume pflanzen möchten. Preislich starten die kleinsten Reihenhäuser ab 3,4 Millionen Dirham. Am wichtigsten ist, dass wir bei den Apartments einen Zahlungsplan haben über 8 Jahre. Bedeutet, ihr zahlt 50% bis zur Fertigstellung und 50% für 5 Jahre über die Fertigstellung hinaus. So einen Zahlungsplan gibt es aktuell in Dubai gar nicht bei Projekten. Und der einzige Grund, warum es hier ermöglicht ist, trotz der guten Qualität, ist, weil das Government, also die Regierung von Dubai, auch der Bauträger ist. Und dementsprechend spielt Geld keine Rolex.
Wir sind jetzt hier in einem der beiden Show-Apartments. Das hier ist eine Drei-Schlafzimmer-Wohnung. Im Wohnzimmerbereich haben wir eine Aufteilung von Essbereich und Couch, Fernseh- und Chill-Bereich. Des Weiteren auch hier das indirekte Licht an den Decken. Finde ich auch super schön, hat so ein wohnliches Gefühl und es ist kein anstrengendes Licht. Das finde ich sehr, sehr wichtig. In den drei Schlafzimmerwohnungen haben wir eine semi-closed Kitchen. Bedeutet, wir haben hier eine Schiebetür, über welche sich die Küche schließen lässt, auch komplett. Und Quarz-Küchenoberflächen. Im ersten Schlafzimmer, das erste, was mir hier auffällt, sind die Kleiderschränke. Die finde ich wunderschön. Wow, schaut euch das mal an. Es gibt hier unglaublich viel Stauraum. Und ganz besonders, dass ich hier diese Fächer, um Hosen aufzuhängen, integriert haben. Das ist unglaublich wertvoll, denn sonst hat man immer in seinen schönen Anzugshosen, kenne ich auch, diese Falten drin. Schlafzimmerbereich ist sehr weitläufig. Wir haben eine Deckenhöhe von 3,2 Metern. Und hier haben wir noch ein Badezimmer, welches zu diesem Schlafzimmer gehört. Und dann haben wir hier riesen Stauraum inkludiert. Das ist natürlich super wertvoll. Eine Regendusche. Auch eine überdimensional große Dusche und im Schlafzimmerbereich ebenfalls sehr ähnlich gestaltet, auch wieder mit den Einbauschränken. Auf den Fußböden haben wir übrigens Eichenholz verbaut, also das sind echt Holzfußböden. Auch nicht etwas, was wir überall in Dubai finden, normalerweise wirklich nur in den High-End Luxus-Penthäusern und Villen. Und das hier ist das Master Bedroom, man sieht es ganz deutlich. Es ist größer als die anderen Schlafzimmer, auch wieder mit dem Holzboden und eine Art begehbarer Kleiderschrank, der uns dann in das riesen Badezimmer führt. Und das finde ich hier so schön gemacht. Wir haben zwei Waschbecken von Kohler, zwei Spiegel. Und auf dieser Seite, finde ich sehr schön, haben wir die freistehende Badewanne, auch von Kohler, zusammen mit den gesamten Badezimmerarmaturen in dieser Champagnerfarbe. Gibt auch noch mal einen sehr luxuriösen Touch tatsächlich und auf dieser Seite dann noch die Regendusche. Von hier gehen wir jetzt noch in das andere Show-Apartment. Das möchte ich euch unbedingt zeigen, weil mir persönlich gerade diese Farbakzente in diesem Mintgrün, Pastellgrün super gefallen. Jetzt gehen wir in das Zwei-Schlafzimmer-Show-Apartment. Hier haben wir, wie man sehen kann, einen etwas kleineren Wohnbereich, aber auch strukturiert aus Esstisch und Couch-Fernsehbereich. Und von hier gehen wir ebenfalls wieder in die Küche. Und das ist die Farbe, die ich wirklich liebe. Dieses Mint-Pastellgrün als Akzent in der gesamten Küche zusammen mit diesen champagnerfarbenen Griffen. Des Weiteren auch wieder die Küchengeräte, die mit inkludiert sind. Und in den zwei Schlafzimmerwohnungen gibt es auch Optionen, dass die Küche offen ist oder semi-closed. Also es ist immer je nach Grundriss unterschiedlich. Hier haben wir das erste Schlafzimmer mit dem Badezimmer Ensuite. Ähnlich gestaltet, auch wieder mit Regendusche, Unterbauschränken. Und oh, wie süß ist das denn? Hier wurde ein Kinderzimmer nachgestellt. Finde ich auch super schön mit diesen ja, taupefarbigen Schränken, auch von innen beleuchtet und wieder mit super viel Stauraum. Richtig, richtig schön. Schauen wir uns noch das Master Bedroom an. Ich liebe das hier an der Wand. Das sieht super schön aus, die Dekoration. Haben wir einen begehbaren Kleiderschrank. Und auch wiederum das Badezimmer. Man sieht, es ist ein bisschen kleiner als in der Drei-Schlafzimmer-Wohnung, denn wir haben hier nur eine Regendusche und keine freistehende Badewanne, aber not bad. Sieht auf jeden Fall super schön aus. Als nächstes, es ist noch nicht vorbei, meine Lieben, ich habe euch immer noch was zu zeigen, schauen wir uns das Show-Apartment zu den Villen und Reihenhäusern an, die wir in dieser Expo Valley haben werden. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall gefasst machen. Es wird auch super schön. Für dieses Video in der Showvilla habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Ich habe jetzt hier eine Abaya an. Ich glaube, ich habe sie falsch rum angezogen. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn es der Fall ist. Das ist der Eingangsbereich. Wichtig zu erwähnen, wir haben hier nicht eine komplette Villa, sondern nur Teile der Villa, die hier ausgestellt wurden. Und das Erste, was wir hier sehen können, ist eine Geheimtür.
Diese Geheimtür führt uns in die Preparation Kitchen, die ich euch gleich im Detail nochmal zeigen werde, denn es gibt auch noch einen weiteren Eingang über die eigentliche Küche und das Wohnzimmer. Wenn wir hier einmal entlang gehen, dann sehen wir auch schon den Wohnbereich und das finde ich super schön, dass wir hier so eine riesige Kücheninsel haben, auch in dieser Marmoroptik mit Möglichkeiten, das auch als Breakfast-Bar zu gestalten. Und wenn wir einmal weitergehen, wir haben hier einen Esstischbereich, super schön finde ich auch diese Lampe, die darüber hängt und vor allem diese riesige Fensterfront. Wir haben hier bodentiefe Fenster, die sich dann komplett öffnen lassen, sodass eben dieser Wohnzimmerbereich mit der Terrasse eins wird. Von diesem Wohnzimmerbereich werden wir hier direkt den Infinity Pool haben und von dort dann die Aussicht auf das Wadi, also auf dieses Naturschutzgebiet mit den Teichen, mit der Greenery und den Gazellen. Also hier kann man wirklich morgens gemütlich seinen Kaffee genießen und auf das Naturschutzgebiet blicken, finde ich super schön. Und mein Highlight ist definitiv dieses Sofa. Schaut euch das mal an, wie riesig dieses Sofa ist und wie komfortabel es einfach aussieht. Grundsätzlich der Style hier in der Villa ist einfach sehr modern, auch mit diesen Naturstein-Optiken und die Lampen. Sehr, sehr, sehr schön. Vom Wohnzimmerbereich gehen wir jetzt einmal durch diese Tür in die Preparation Kitchen. Das ist where things are actually happening. Und zwar gibt es hier die richtigen Küchengeräte für die Chefs, die dann das Essen zubereiten. Im Master Bedroom haben wir einen begehbaren Kleiderschrank. Und im Bathroom haben wir hier diesen Travertinstein und auch grundsätzlich das doppelte Waschbecken, diese Kupferoptik mit Spiegelschränken, die sich auch öffnen lassen, mit einer riesigen Regendusche und daneben auch das WC sowie eine wunderschöne freistehende Badewanne. Und last but not least den Schlafzimmerbereich an mit einem schönen King-Size-Bett mit einer Fensterfront, die dann auch wiederum in den Gartenbereich schaut, auf das Naturschutzgebiet. Also die Fenster sind wirklich eins der optisch auffallendsten Dinge hier in dieser Villa, was das Ganze noch mal viel luxuriöser, viel moderner macht. Und man muss bedenken, für die größten 5 Schlafzimmervillen liegt der Preis bei 12 Millionen Dirham, umgerechnet ca. 3 Millionen Euro, ist für die Größe und Ausstattung wirklich ein absolutes Schnäppchen. Dementsprechend, wenn ihr noch nach einem Haus sucht, in einer futuristischen Stadt, dann meldet euch und ergattert euch noch eins dieser Objekte, denn das wird wirklich in nächster Zeit ein absoluter Hype werden. Das sind kleine Roboter, die wir jetzt gerade hier gefunden haben. Oh, wie süß! So, meine Lieben, wir sind am Ende dieses Vlogs angekommen und jetzt noch eins der letzten Highlights, die bekannten Waterfalls der Expo, die man hinter mir sieht. Wir werden in wenigen Sekunden die bekannte Waterfall-Show haben. Die werden wir euch auch noch einblenden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um weitere Videos nicht zu verpassen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss!